Ich bin gestern so spät ins Bett gegangen, Mann. Ich glaube, es war 2:30. Jetzt haben wir schon 10 Uhr. Jetzt gibt es erstmal Kaffee. Super windig draußen. Noch, heute Morgen war es sonnig. Ich bin ja schon eine Weile wach. Jetzt nicht mehr. Also ich meine, es gibt ja noch blauen Himmel, aber zieht immer wieder Bewölkung durch. Costco, da brauche ich doch ein bisschen was. Milch, gefrorene Erdbeeren, der Riesensack ist alle. Und aber noch irgendwas. Das muss ich mir eventuell nachher irgendwann erledigen und tanken. Aber das kann ich auch am Abend machen, wenn ich eventuell zum Meer fahre. Jetzt schneide ich jetzt mal das Video zusammen. Und in den Garten wollte ich die eine Aloe Vera ausbuddeln. Und in den Topf packen. Und wenn die es nicht überlebt, dann buddel ich die nicht aus. Ich habe drei Pflanzen, zwei sind riesig. Und eine ist kleiner. Und ich habe gerade gelesen, die blühen nach 4 Jahren. So kann man feststellen, wie alt die Pflanze ist. Dann werde ich noch ein bisschen Aloe Vera auch harvesten. Das heißt, sie ernten. Dann habe ich kaum noch was. Und dann möchte ich mal sehen, was ich heute so mache. Wäsche wäsche gerade. Angeln wollte ich unbedingt, Mann. Aber es ist so windig. Der Koji fliegt heute den ganzen Tag. Und ich hab dem vor 2 Tagen gesagt, ey, ich hatte Kontakt mit dem Kaneohe Tower. Die lassen uns durch das TFR fliegen. Da ist es nämlich wieder, dieses Temporary Flight Restriction. Als ich da vor 2 Tagen durchgeflogen bin, meinte der Tower, ey, can I talk to you for pretty quick? Ich dachte, ja klar, komm, hau rein, was ist los, Jung? Von den US Marines, der Tower-Typ. Und der meinte zu mir, hör mal, am Mittwoch ist da wieder TFR. Sag einfach Bescheid. Lass ich dich durch. Sag das auch den anderen Kollegen. Ich so, ja, mache ich. Ja, und jetzt sehe ich den Koji, der fliegt da immer nur außen rum. Why? Ich hatte ihm gesagt, ey, hör mal, sag Bescheid und dann kannst du rein durchfliegen. Ist viel bessere Tour. Naja, macht er nicht. Kann mir auch nicht helfen. Ich habe jetzt gerade über eine halbe Stunde nach meiner Registrierung fürs Auto gesucht. Ich bin alles an Papierkram durch, was ich habe, nicht gefunden. Na, zumindest habe ich den Titel gefunden. Den brauche ich wahrscheinlich eh nicht. Aber man kriegt da auch jedes Jahr eine neue Registrierung. Von daher, die kriege ich ja jetzt hoffentlich. Also bis 4 Uhr hat das Straßenverkehrsamt offen. Ab 12, 1 Uhr soll da weniger los sein angeblich. Ich meine, ich warte da eh wie bescheuert, Mann. Weil die es nicht gerafft haben, mir das Ding per Post zuzuschicken. Ey. Naja, Costco ist nicht auf dem Weg, aber in der ähnlichen Richtung. Da muss ich hin Milch holen, gefrorene Erdbeeren. Und das war's eigentlich. Ja, 12 Stunden hat der Kefir jetzt genau gebraucht, um diese perfekte dickflüssige Konsistenz herzustellen. Habe ich viel zu viel von jetzt. Von daher musste ich auch den Rest jetzt in den Kühlschrank stellen zum Ruhen. Ja, wie der Sonnenuntergang wird, das werde ich später auf der App mal checken. Ich will ja sowieso ans Meer. Je nachdem. Boah, ey, jetzt, wir haben ja schon 5 nach 1 jetzt. Aber die Wäsche ist wenigstens gemacht. Es ist so windig. Es ist noch windiger als gestern. Na, vielleicht war ich trotzdem mal zum Angeln. Denn ich habe ja die Shrimps schon wieder aus dem Eis geholt. So oft kann ich die nicht einfrieren und wieder rausholen. Die sind jetzt schon wahrscheinlich nicht so geil. Was ist mit meinem Auto los, Mann? Meine Bremsen hören sich so an, als würden sie jeden Augenblick auseinanderfallen. Oh mein Gott. Ja, ich brauche auf jeden Fall neue Bremsen. Die hören sich so übel an. Die machen super lautes. Hört man wahrscheinlich nicht durch die Kamera. Boah, hören die sich übel an, Mann. So habe ich nicht die Inspektion. Ich meine, die checken das wahrscheinlich nicht, aber ich brauche auf jeden Fall Bremsen, Mann. Besonders, weil ich auf dem Berg wohne. Boah, Mann. Verflucht nochmal. So wieder Kohle. Ey, seitdem ich hier gerade in die Bremsen gegangen bin, schleift das jetzt während der normalen Fahrt. Ich muss
die Bremsen heute machen, möglichst. Wo ist denn das blöde City Hall? Hier. Oh. Nee, hier ist das nicht. Oh, jetzt finde ich noch nicht mal diese blöde City Hall. Boah, meine Bremsen, Mann. Ganz, ganz übel. Die haben das direkt am gleichen Tag verschickt, die Sticker, nach Kalifornien. Zu der Adresse vom Onkel, was unsere permanente Mailing-Adresse war. Ey, mir wurde wieder Bescheid gegeben, noch sonst irgendwas. Das ist natürlich toll. So, jetzt muss ich mal gucken, was ich mit den Bremsen mache. Denn mit dem Auto kann ich nicht rumfahren. Das muss ich jetzt erledigen, sonst komme ich übermorgen nicht zur Arbeit. Gott. Als hätte ich sonst keine Sorgen, ne? So, ich fahre jetzt vorbei. Das kann dann bis zu 2 Stunden dauern, bis ich dran komme. Und dann brauchen die das Fahrzeug, und ich raff's nicht warum, wahrscheinlich über Nacht. Ey, wie soll denn das gehen, Mann? Ich habe gesagt, immer, ich kann das morgen früh um 7 Uhr vorbeibringen und dann weiß ich, was ich dann mache. Aber über Nacht? Wie soll ich denn nach Hause kommen? Ey. Das nervt mich alles, Mann. Ich weiß noch nicht, warum die mir bei. Also ich habe den gefunden über Costco, ja, da kriege ich 15% Rabatt. Ich weiß nicht, warum der 8 Meilen entfernt sein muss von meiner Adresse. Verstehe ich nicht. Mir wurden nur 2 Vorschläge gemacht. Und ich glaube, das, ja, das hier ist der naheste. Ich muss wahrscheinlich dann Uber nehmen oder ein Taxi nach Hause. Anders geht's ja nicht. Ey, dann häng ich zu Hause ab, Mann. Naja, zumindest kriege ich die Bremsen repariert. Zeitnah. Hoffentlich. Das muss ja morgen erledigt sein. Sonst komme ich am Freitag nicht zur Arbeit. Ich meine, Freitag muss ich eventuell sowieso nicht arbeiten, weil der Koji, wir nur einen Helikopter haben und der Koji weniger Stunden hat. Aber nichtsdestotrotz, es ist mein offizieller Arbeitstag und ich bin auf Standby. Und wenn ich bezahlt werden will, dann muss ich auf Standby sein können. So, jetzt gucken wir erst mal, was die sagen. Die sagen mal wahrscheinlich, ey, wir können sie gar nicht mehr vom Hof fahren lassen mit den Bremsen. Ja, mal sehen. Jetzt machen die Bremsen plötzlich keine Geräusche mehr. What the f... Na, die sind auf jeden Fall Fratze. Gucken, was die sagen. Da sagt der Typ zu mir, hör mal, müssen sie über Nacht hier lassen. Ne? Da sage ich immer, nachts arbeitet doch gar keiner. Dann komme ich morgen früh um 5 Uhr vorbei. Das ist das gleiche wie über Nacht. Da meint er, um 5 Uhr morgens ist hier keiner. Ich dachte ja dann, wenn es halt früh, wann sie halt öffnen. Ja, um 7. Ich dachte, dann komme ich um 7. Da meinte er, mal gucken. Gucken wir erstmal, was ist. Oh Mann, ey. Oh Mann, ey. Seit über einer Stunde sitze ich da jetzt in diesem Warteraum, ja. Eisekalt da drin, wegen der Klimaanlage. Der Stuhl ist auch nicht gerade bequem. Und was mit meinen Bremsen ist los, das weiß ich aber noch nicht. Ja, mit Uber komme ich hier weg. Das kostet zwischen 25 und 50 Dollar pro Fahrt. Ja, der Stau geht jetzt gleich los. Es kommt noch hinzu. Fantastisch. Nicht nur, dass ich hier die Zeit vergeude. Ja, es war natürlich wahrscheinlich nicht so schlau, dass ich dann einfach spontan hierher gefahren bin. Aber es muss ja gemacht werden. Und zwar so schnell wie möglich. Von daher war es eventuell doch schlau. 20 vor 4. Über 2 Stunden später. Jetzt checken wir das Auto. Ich habe noch eine andere Autowerkstatt gefunden. Die hat auch super Reviews. Direkt in Kapolei. Da bezahle ich wahrscheinlich weniger für ein Uber nach Hause. Und die haben auch Reviews. Ja, gleicher Tag, bla bla. Aber der hier ist halt auf Bremsen spezialisiert, da kriege ich 15% Rabatt wegen Costco und die haben die Ersatzteile da. Was ich natürlich nicht weiß, was da in Kapolei los ist. So, jetzt muss ich erstmal sehen, was sie sagen und wann die das machen können. Ja, einkaufen komme ich halt nicht mehr, ich komme nicht zum Sonnenuntergang, der wahrscheinlich wieder geil wird. Ich komme eigentlich nirgendwo hin. Absoluter Horror. Um alles zu reparieren, um das sicher zu machen und durch den Safety-Check zu bringen,
3.500 Dollar. Habe ich gesagt, ey, die bescheuert? Der meinte doch tatsächlich, der Timing Belt, die Gaskets, okay, dass die liegen, das wusste ich. Der Timing Belt, der wurde nie ausgewechselt. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass der ausgewechselt wurde in Kalifornien. Der meinte, er sieht so aus, als würde er jederzeit kaputt gehen. Und dann die Gaskets leaken und die Schocks leaken und der Major Öl Leak und hast du nicht gesehen. 3.500 Dollar. Wenn ich gucke, was mein Auto wert ist, wenn es nicht repariert werden müsste, 1.600 Dollar. Und das ist auch nur so viel, weil zurzeit Gebrauchtwagen so viel wert sind. Das waren mal 1.200 Dollar. Ich lasse jetzt erstmal nur die Bremsen reparieren. Und dann versuche ich irgendwo anders den durch den Safety Check zu bekommen, beziehungsweise, ey, weiß ich auch noch nicht. Das ist eine absolute Mega-Katastrophe. So, jetzt fahre ich mit dem Uber nach Hause. Und morgen sollen die Bremsen fertig sein. Ich lasse den über Nacht hier. Kann natürlich nichts machen. Nicht einkaufen gehen, nichts und sonst, nichts. Jetzt hänge ich zu Hause fest. Fantastisch. Ja, diese Uber-Driver, ne? Die wollen natürlich Trinkgeld haben, ist ja klar. Die sind ja mal wirklich sehr nett. So, jetzt bin ich zu Hause. Ich habe gerade ein Paket im Briefkasten gehabt. Da sind die ND-Filter drin für meine Drohne, die ich jetzt eventuell nicht bekomme, denn die Reparatur der Bremsen allein ist fast bis auf den Dollar so teuer wie die Drohne. 1.300 Dollar. Ich laufe hier den Berg hoch und meine Beine sind schon total im Sack. Ich muss echt was unternehmen. So ja, jetzt hänge ich zu Hause rum. Kann ich einkaufen gehen? Jetzt mache ich erstmal einen Kefir-Smoothie. Und hey. Ja, den Rest muss ich auch reparieren lassen. Der meinte auch, der Typ, du kriegst kein anderes Auto für den Preis. Ein Timinggeld. Du könntest die Hälfte sparen, wenn du es selber reparieren könntest. Ich, das kann ich aber nicht. Besonders der Timing-Belt, das nervt wirklich. Wenn der den nicht ausgewechselt hätte. Aber der meinte, es gibt ein Serpentinenbelt und ein Timing-Belt. Kostet unheimlich Geld, weil dieser Gurt im Motor ist. Das weht's natürlich. Das nervt mich, Mann. Ja, aber wahrscheinlich werde ich alles reparieren müssen und dann einfach nur hoffen und beten, dass die bei der Reparatur nicht noch mehr finden. 3.500 Dollar für diese alte Karre. Die ist 21 Jahre alt und hat 250.000 Meilen drauf. Ey, beinahe wäre ich abgehauen von der Reparaturstation ohne meinen Haustürschlüssel von meinem Autoschlüssel abzunehmen. Das wäre eine Katastrophe gewesen. Dann wäre ich hier angekommen und hätte gedacht, wo ist mein Haustürschlüssel? Ja, das war ja mal wieder ein fantastischer Tag. Kein Auto, kann nichts machen und ohne Ende Kohle werde ich los. Ja, dann ist mir die Gehaltserhöhung auch nichts. Ey. So viel an Gehaltserhöhung ist es nämlich nicht. Nervt mich. Gestern 50% Wahrscheinlichkeit, dass der Sonnenuntergang gut wird. Heute 55%. Das heißt, er wird auf jeden Fall geil. Sogar hier vom Waikiki sieht es schon so aus, als würde es richtig geil einfärben. Und da hinten wird es wahrscheinlich noch besser. Und ich komme nicht hin. So, ich trinke mir gerade meinen Smoothie hier. Kefir. Also der Kefir, den ich jetzt zurzeit herstelle, der ist richtig gut. Der ist nicht sauer, der ist nicht grainig, der ist einfach nur dickflüssig. Schmeckt richtig geil. Also man muss natürlich süßen, ist ja klar. Aber schmeckt geil. Ich hoffe, die werden nicht... So, der Koji hat den Sketch schon fertig gemacht für die nächsten 2 Tage. Der ist heute 7-mal geflogen und er fliegt morgen auch 7-mal. Und obwohl ich mit dem Koji, glaube ich, am Freitag auf dem Sketch stehe, oder vielleicht auch nicht, mit Markus, mit dem Neuen. Ja, auf jeden Fall habe ich Freitag nicht frei. Ich fliege am Freitag den ganzen Tag alleine. Bisher sind nur 3 Flüge auf dem Programm. Aber das kann sich noch ändern.
Es wäre geil, wenn es dabei bleiben würde. Es geht nämlich jetzt um 11 Uhr los. Da habe ich einen Flug um 11, um 1 und um 3:30. Also ein bisschen verteilt auf den Tag. Aber ich könnte also bis 8 Uhr pennen. Ich hoffe, die werden morgen nicht zu spät fertig. Ich muss nämlich danach noch zu Costco tanken. Und dann fahre ich einfach mal nochmal zu diesem anderen Repair-Shop. Lass mir das Estimate von da geben, fahre zu dem anderen Repair-Shop und dann sollen die den Wagen da nochmal checken. Gott, dieser Timing-Belt. Wenn der mir auseinanderfliegt, ja, dann zerstört er den, dann kann er den Motor zerstören. Das nervt mich. Ich dachte, er wurde ausgewechselt. Durchschnittslebensdauer von so einem Timing-Belt 150.000 Meilen. Da bin ich 100.000 Meilen drüber. Dass der überhaupt so lange durchgehalten hat. Das ist ein Wunder. Ich weiß gar nicht, wie die den checken können. Ich dachte, da kommt man nur ran, wenn man den Motor auseinanderbaut. Graf ich alles nicht, Mann. Es ist echt gut, jemanden zu kennen, der Autos reparieren kann. Der Bruder von einer Mitarbeiterin, von einer Frontdame. Der ist Mechaniker. Aber er hat hier hingeschrieben, R14, der First Up BKV1. Why? Na, ist egal. Ich habe Bock, am Freitag zu arbeiten. 3 Tage frei reichen, ja. Wenn nicht sowas passiert, was jetzt gerade passiert. Ey, der Sonnenuntergang heute ist so geil. Ich glaub's nicht. Sogar hier in Waikiki sieht so aus, als wird das richtig fett einfärben. Und zwar komplett diesmal. Also nicht nur hier zum Teil ein Drittel wie gestern, sondern das färbt sich jetzt alles ein. Der komplette Himmel. Und dann natürlich auch das Wasser. Und genau, heute komme ich nicht hin. Also ich weiß nicht, ob ich hingefahren wäre, aber höchstwahrscheinlich, wenn es 55% sagt, nervt mich auch noch obendrauf. Ich hatte gerade Kontakt mit Chris, der war auch genau bei dieser Werkstatt und die meinten zudem, der müsste das komplette Lenkgetriebe auswechseln. Und am Schluss war es nur ein Schlauch. Ja gut, Bremsen müssen ja auf jeden Fall ausgewechselt werden. Ich meine, da war Metall auf Metall. Da konnte ich noch nicht mal mehr bremsen, richtig. Aber für den Rest, die Gaskets und den Timing-Belt und so weiter, ich meine, der muss auch ausgewechselt werden. Aber das kriege ich vielleicht eventuell irgendwo günstiger. Aber die 2000 Dollar, die ich da Geld sparen kann, muss ich mal gucken. Gott. Das ist alles Kohle, Mann, die hier rausgeht für ein Auto. Was nur noch ein Drittel von den Reparaturkosten wert ist. Aber gut, aber für das Auto, für das Geld kriege ich natürlich kein neues Auto. Vielleicht können wir natürlich ein neues Auto kaufen. Ich wollte ja eh einen Truck. Aber es passt mir jetzt gerade so gar nicht. Schon wieder recht spät. Gerade eine ganze Weile mit einem Guy telefoniert in China. Der geht schon wieder auf Urlaub. Der kam gerade erst von einem, wie hieß das, Aquathlon? Schwimmen und Laufen. Philippinen ist es angesagt demnächst. Nicht schlecht. So, ja, hier habe ich mir eine Angelrute bestellt. Für ein paar 54 Dollar. Kriege ich wieder umsonst. Teleskop. Cast King. Black Hawk 2. Nehme ich mit. Wenn es mir nicht gefällt, schicke ich es zurück. Sag mir die Kohle ein. Genau wie das letzte Mal. Es funktioniert ja. So, aber die kann ich eigentlich gebrauchen. Das ist eine gute stabile Inshore-Route, also hier fürs Meer und kann man gut mit traveln. So viele Travel-Routen habe ich jetzt nicht, obwohl eigentlich schon. jo, jetzt gucke ich noch den Film zu Ende und dann mache ich mich irgendwann ins Bett, denn wir haben schon 10:30. Jo. Ansonsten, boah, habe ich mir die restlichen Kartoffeln gegessen, ne? Mit wieder diesen komischen Chicken McNuggets, die lagen noch von gestern im Ofen. War das ekelhaft, Alter. Ich muss mal wieder anständig essen. Ich habe mir auch überlegt, Pizza zu machen, weil es ist genau der gleiche Dreck. Von daher, ich hoffe, der Kefir und die Aloe Vera, die räumen da in meinem Magen ein bisschen auf. Ansonsten wäre da nur Mist unterwegs.
Jetzt sind wir schon wieder kurz nach 12. So, gucke ich noch die neuesten Krypto-News von diesem Channel, den ich immer gucke, der ganz gut ist. The Modern Investor. Aber es geht nach oben. Und alle warten auf den Dollarknall, aber der kommt wahrscheinlich nicht. Ja, immer schön, wenn es so einen Einbruch gäbe in Housing-Preisen. Gibt's aber nicht. Nicht hier. So. Ab ins Bett. Und morgen muss ich abwarten, bis meine Karre fertig ist. Ich hoffe, die wird fertig. Aber muss er ja. Ansonsten komme ich nämlich am Freitag nicht zur Arbeit. Ey. War ja klar, dass es ansteht, ja. So eine große Reparatur. Aber so groß, also dass ich 1.300 für neue Bremsen bezahlt habe, das ist mir neu.